Yo Leute, Sidney am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video. Und damit kommen wir zu einer Neuigkeit, die den Boruto-Manga betrifft. Wir haben diese Woche ein neues Kapitel von Boruto. Das wird ziemlich heftig werden mit Narutos neuer Form. Das wird die Tage kommen. Wahrscheinlich so Donnerstag, Freitag rum werden die ersten Spoiler kommen. Jetzt die nächsten Tage kommt dann dementsprechend auch das Chapter und mein Spoiler-Talk. Wir werden uns aber jetzt erstmal über etwas anderes unterhalten, denn es geht nicht grundlegend um das nächste Chapter nur, sondern um die generell nächsten Kapitel, die Zukunft von Boruto Manga und so weiter. Denn es wird sich etwas ändern. Ich habe es gestern schon auf Twitter bekannt gegeben, geschrieben, halt darüber berichtet und so weiter. Auch natürlich über die Community-Funktion auf YouTube. Aber will jetzt hier nochmal das Video machen, damit das der ein oder andere nochmal sieht. Kishimoto kehrt zu Boruto zurück als Manga-Schreiber, als Storywriter für den Boruto-Manga. Das ist eine ziemlich große Neuigkeit, denn das war natürlich vorher bis zum heutigen Tag, bis zu den 51 Kapiteln, die wir natürlich bekommen haben, war das nicht der Fall. Wir haben den Boruto-Manga, der gemacht wird von Ukio Kudashi, der die Story macht, und Ikimoto, der den ganzen Manga zeichnet. Ikimoto bleibt immer noch der Zeichner von Boruto, was ich persönlich nicht schlimm finde, weil er auch damals schon im Assistententeam von Kishimoto mit dabei war und auch Naruto mitgezeichnet hat. Von daher haben wir auch schon gesehen, dass sich der Boruto-Manga zeichnerisch immer weiterentwickelt hat. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, dass Kishimoto das nicht selber zeichnet. Aber Kishimoto ist wieder in der Story drin, denn Ukio Kudashi wird rausgeschmissen, beziehungsweise geht selber oder macht jetzt einfach nicht mehr mit. Es gibt ein paar Fake-Rumors, dass es vertraglich geregelt worden wäre, dass Kudashi nur einen Teil von Boruto macht. Das ist allerdings Fake-News, das stimmt nicht. Das ist nicht korrekt. Laut Organic Dinosaur, einer der Leakerin, der Übersetzerin der ganzen Leaks von Manga-Chaptern, die von Boruto sowieso in der Vergangenheit rausgekommen sind, soll es wohl Probleme mit Kudashi gegeben haben. Es gibt wohl eine Art Skandal, aber was das wirklich ist, weiß keiner. Also sie hat da noch nicht genaueres zu gesagt, ist halt auch die Frage, ob das überhaupt als Information jemals rauskommen soll. Aber Kudashi soll wohl entfernt worden sein oder soll wohl nicht mehr an Boruto mitmachen, weil es wohl irgendeinen Skandal gibt. Ich habe auch einige Gerüchte gehört, ich weiß aber nicht, an welchen Punkten wirklich was dran ist. Und Leute, wir müssen kurz auch über ein Thema sprechen, was ich richtig nervig finde, und zwar ist das die japanische Fanbase von Boruto. Kurz fürs Verständnis, für all die Leute, die das nicht wissen, in Japan ist das mit Boruto ein bisschen anders von der Fanbase her. Bei uns in USA, generell im westlichen Part und so weiter der Welt, ist es eigentlich overall betrachtet ziemlich identisch. Der Anime wird nicht so gefeiert, der Manga dagegen schon. In Japan ist es das komplette Gegenteil. Boruto ist in Japan erfolgreicher als Naruto. Das ist so, auf TV Tokio zumindest, was die Ausstrahlung betrifft. Okay, Naruto ist auch vorbei und so weiter, aber Naruto läuft da trotzdem noch täglich mäßig. Also das ist halt wirklich krass. Der Manga dagegen gar nicht. Die Zahlen gehen immer weiter runter. Die Volumes verkaufen sich nicht. Die Leute kaufen die Manga-Bände nicht. Und dann sind das gerade diejenigen, wisst ihr, die sich darüber beschweren, dass jetzt eine Änderung in den Manga reinkommt. Diejenigen beschweren sich, die sowieso das Werk nicht supporten. In der Hinsicht, dass sie eben den Manga kaufen. Weil, wie gesagt, es geht halt nicht um den Anime jetzt speziell, wo die Änderung eben vortritt, sondern um den Manga, den sie eh nicht supporten. Das ist wirklich eine Frechheit, finde ich persönlich. Die sollen wirklich als allerletzte die Fresse aufmachen. Das macht mich wirklich richtig salzig. Real Talk. Kishimoto ist auf jeden Fall jetzt wieder mit am Start, aber was heißt denn das jetzt genau für den Boruto-Manga? Das kann sowohl in die gute Richtung gehen, als auch in die schlechte. Denn ich muss sagen, Kudashi hat ja ein Skript gehabt und hat ja schon die Story in eine richtige Richtung gelenkt, sag ich mal. Der Manga ist seit Monaten ziemlich gut und Kishimoto könnte natürlich jetzt alles umdrehen und komplett sein eigenes Ding machen. Oder, weil er natürlich vorher schon Supervisor von Boruto war, das heißt, er hat drüber geguckt, er wusste natürlich, was in Boruto alles ablief und so weiter. Er hat quasi als Supervisor immer nur einen Haken dahinter gemacht, was Ikimoto und Kudashi gemacht haben oder entworfen haben, so gesehen. Und jetzt macht er selber was. Kann sein, dass er die Skripts von Kudashi verwendet und erstmal den Strang zu Ende
Ende macht, den Kodachi halt vorgesehen hatte und dann so ein bisschen seine eigenen Sachen mit reinbaut. Wir wissen natürlich, dass Kishimoto einige Sachen zu Boruto in der Vergangenheit gedroppt hat, in Bezug auf wichtige, relevante Tode, in Bezug auf, wie kann man Boruto besser machen als Naruto und so weiter und so fort. Dieses ganze Thema. Dementsprechend ist jetzt gerade auch im aktuellsten Manga geschehen, das ganze Thema rund um Narutos Aufopferung jetzt noch brisanter, gerade weil Kishimoto die Story macht. Also es wird sehr interessant werden, wie das nächste Chapter aussehen wird. Ich bin auf jeden Fall Kodachi dankbar, dass er den Manga gemacht hat und ich muss es ihm hoch anrechnen, dass er sich immer weiterentwickelt hat, definitiv. Die einzigen Dinge, die ich gehört habe diesbezüglich, was der Grund sein sollte, ist, dass Kodachi sich wohl irgendwie in der Vergangenheit nicht immer so professionell verhalten hatte, was Feedback betrifft, was Kritik betrifft. Ich glaube, das Verhältnis zu Ikimoto, zu dem Zeichner, war auch nicht das Beste. Immer wieder in Interviews kam halt durch, dass sie sehr viele Probleme hatten, die Deadlines einzuhalten, dass dieses Arrangieren, wer was macht, beziehungsweise wie sie sich halt untereinander abstimmen so mäßig, dass das nicht so 100% funktioniert. Der Kontakt zwischen den beiden war jetzt auch nicht mega nice. Die hatten innerhalb von 1-2 Jahren nur einmal E-Mail-Verkehr gehabt, oder beziehungsweise ihr einziger Kontakt ist über E-Mail so. Die haben sich, glaube ich, nicht mal persönlich einmal getroffen. Das ist ja voll krass. Wenn du dir denkst, Toyotaro und Toriyama, die kennen sich persönlich oder setzen sich an einen Tisch, wenn es um Dragon Ball Super geht, um Manga-Arc oder sonstiges. Ikimoto, Kodachi wissen nicht mal, wie der jeweils andere aussieht, so mäßig. Also das ist halt schon eine Sache, wo du dir denkst, die arbeiten beide an einem Manga und kennen den jeweils anderen nicht mal. Das ist schon krass. Vielleicht ist das der Grund, warum Kodachi dementsprechend nicht mehr weitermachen will. Vielleicht ist, wie gesagt, wir wissen nicht, was der Skandal ist, so. Vielleicht ist es der Umgang mit den Fans, mit der Community, mit der Kritik. Vielleicht sind es die schlechten Zahlen der Manga-Verkäufe und Kishimoto hat gesagt, ey Digga, das geht nicht klar, nachdem ich Samurai 8 schon verloren habe, können wir auch nicht mehr diese Boruto-Zahlen verkraften, ich mach das mal lieber selber. Aber wie gesagt, nehmt das nicht für voll, das sind alles Mutmaßungen, ich habe keinen Plan, was das betrifft. Ich weiß nicht, was dieser gewisse Skandal sein soll in Bezug auf Kodachi. Wenn da was zukommt, werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen, aber das soweit dazu. Das wäre soweit von meiner Seite aus gewesen. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob das gut ist, ob das schlecht ist, dass Kishimoto jetzt Boruto macht, ob er auf die Skripts von Kodachi weiterhin Zugriff hat oder ob er komplett sein eigenes Ding macht, das können wir nicht wissen. Wir werden sicherlich einen Umschwung in der Story miterleben, aber mal gucken, ob das jetzt schon im nächsten Kapitel passieren wird oder erst um einige Zeit später. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und eure Meinung unten in den Kommentaren. Natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sehen uns die Tage natürlich zu dem ganzen Boruto-Stuff. Haut rein und ciao!